to move. Was soll das? Das ist doch kein so ein Fernzauber. Du bist nicht in Sichtweite, hm? Das ist das Problem. Oh, die Dings-Durchwolke ist weg. Das ist schlecht. Wieso zerstört Segen die Konzentration für die Durchwolke? Das dürfte eigentlich nicht passieren. Das haben wir 4 bis 11 Schaden gerade mal. Das ist nicht gerade viel. Das ist besser, damit ist er komplett ausgeschaltet. Fürs Erste. Dem Bär geht es noch mehr oder weniger gut, wird aber langsam eng. Ja, dass wir die Gelegenheit, den Feuerball zu testen, ne? ...21-19... muss den Bär auf jeden Fall am Leben halten. Würde ich empfehlen. Ist der Bär fast down, das heißt, ich muss ihn auf jeden Fall erstmal heilen. Das können wir auch hiermit machen. Ach, das ist eine Aktion, ne? Werfen zählt die Aktion, nicht Bonusaktion. Okay, ich dachte, es wäre eine Bonusaktion. Sich dadurch geheilt, indem er Gegner angreift. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay, Haldir, dann kannst du eigentlich mal einen Standard machen. Ein Standard-Ding. Achso, das ist eine Bonusaktion gewesen, das einzutauchen, oder? Ja, es war eine Bonusaktion. Ich hatte eigentlich erwartet, dass er mit beiden schießt. Jetzt ist die Flammenkugel weg, weil er angegriffen wurde. Ungünstig. Damit ist die Konzentration unterbrochen worden. Natürlich ungünstig für meine Aktion hier. Wenn da sowas daneben geht. Zehn Lebensenergie. Wie viel Schaden mache ich jetzt mit denen? 6 bis 15.
Jeder macht drei Stück, 3D. Drei Würfel, 4 bis 3 Schaden. Aber ich mache ja noch einen mehr. Du schießt dreimal Schüsse, die jeweils 2 bis 5 Damage machen. Ja, genau. So, jetzt machen wir aber insgesamt 4 mal 2 bis 5 Schaden. Das heißt, ich mache mindestens 8 Schaden. Das ist aber übel, ne? Da muss ich die alle komplett bei dem reinbrettern hier. Damit ich safe bin. 3 Stück. Ah, da muss aber hinhauen. So. So, so ist schon besser. Kannst du dich aber nicht bewegen? Der lacht noch. Der amüsiert sich immer noch. Das ist herrlich. Ihre Sache ist auch weg. Normalerweise hält das aber... Ist auch Konzentration gewesen. Ah, shit, shit, shit. Gefährlich mit der Konzentration. Ich sehe auch hier, ich habe echt schon Mangelerscheinungen. Was die Fähigkeiten angeht. Zwei bis neun nur. 2 bis 20 mache ich hier schon mit dem Zauber. Wieso das denn? Das ist schon mal cool, dass ich jetzt 2 bis 20 Schaden machen kann. Damit ist schon ziemlich nice. Könnte sogar ausreichen. Fehlgeschlagen, na gut. So, jetzt kannst du eigentlich mit beiden Pfeilen hier Doppelangriff machen. Das ist schon mal nice. Die Axt dran. So, jetzt haben wir nur noch den, der sich amüsiert. Sehr schön. Entschuldigt die Eingeweide. Goblin guts are quite far down the list. Not only do you speak with a bear, but you free it too? A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Sehr schön. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ihr seid Halse, der Meister Halsin aus dem Smaragdhain. Ich habe mit Nettie gesprochen. Sie meinte, dass ihr mit dem Parasiten im Kopf helfen könnt. Das kann er nicht. Ich habe gehört, dass ihr ein unvergleichlicher Heiler seid. Ich brauche eure Hilfe. Ich war ins Smaragdhain. Es ist in Gefahr. Ihr solltet hier verschwinden. Es ist gefährlich. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. Ja, das bezweifle ich, dass ich da was machen könnte. Ich könnte es natürlich darauf ansprechen, aber... Parasites in your head that... You mean you have one of them? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Ich weiß es nicht. Ich wurde auf ein Elitidenschiff infiziert und bin dann entkommen. Vielleicht hat das den Prozess unterbrochen. Ich glaube, dieses Artefakt hat was damit zu tun. Ach so, das könnte auch damit sein, zu tun haben, ne? That looks very alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you.
But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Okay. Erzählt mir was über die Herkunft der Larve, was ihr über die Herkunft der Larve erfahren habt. Die Magie ist nicht die übliche Fortpflanzungsart der Gedankenschinder? Fragezeichen. Dann war alles umsonst. All das habt ihr euch in euren Studien erfahren. Ja, eigentlich ist es alles nutzlos. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. Okay. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Ihr scheint einiges darüber zu wissen. Kommt ihr mit mir nach dem Mondaufgang? Veränderte Parasiten, ein Heilmittel bei den Türmen des Mondaufgangs. Vielleicht klingt bestenfalls nach Spekulation. Immerhin weiß ich jetzt, was ich zu tun habe. Vielen Dank. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. So besser, der würde gehen. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. Also gut, wie kann ich helfen? Seht euch um, es gibt keine Ordnung mehr, nur Chaos. Kaga hat beinahe auf Geheiß der Schattenruinen den Heil versiegelt. Korga. I should have suspected she'd take things too far. I'll deal with her when I can. But there are other matters to attend to before that. Help me kill the leaders of this horde. Save my grove. Then I will help you. Three deaths could win us peace. The Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess, Gut. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Das ist zu viel verlangt. So, ich kann euch nicht helfen. Ein gestaltwandelnder Bärendruide an meiner Seite wird es einfacher machen. Ich kümmere mich darum, bringt ihr euch in Sicherheit. Genau. Der Hain ist nicht mein Problem. Ich muss mich darauf konzentrieren, mich selbst zu retten. There is no safety. Not while this rot festers. Once it is cut out, once the grove is secure, then I shall leave. Dann folgt mir, eure Bärenform könnte sich als nützlich erweisen. Also gut, wartet hier, bis es vorüber ist. Ja, ich muss jetzt rausfinden. Vielleicht kann ich dir nachträglich immer noch sagen, hier, komm mit. Ich mache erstmal das hier. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. May Sylvanas guide your hand. Focus on the leaders. That's all it will take to restore the balance here. So, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, ob wir uns hier noch frei bewegen können oder ob der Job bereits gescheitert ist. Best be on my way. Oh, fuck. Ein Glück, dass das Ding nicht explodiert ist. Grenzüberschreiterstiefel. Adrenalinrausch. Wenn du spurtest, erhältst du einmal pro Zug zwei Züge lang Zorn. Das wäre was für Karlach eigentlich. Ja, die sind nicht zu unterschätzen, die ganzen Viecher hier auf jeden Fall. Nicht zu unterschätzen. Das war schon etwas grenzwertig mit der Leistung. Ich wollte nicht mit dir sprechen, sorry. Kette des Bestienmeisters. Verzauberung ersten Grades, Tierfreundschaft. Oh, cool.
Oh, hier ist noch mehr. Hier gibt es auf jeden Fall. Hier gibt es auf jeden Fall richtig was abzusagen. Beweistruhe? Was soll das denn? Ausrüstungstruhe? Ach, weißt du was? Du kannst hier anscheinend auch selbst als Dings enden. Wenn alles Pech läuft, kann es sein, dass du selber hier endest als Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Die Leiche rausziehen, Nachforschung, die Leiche untersuchen. Das war knapp. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. Die Leiche rausziehen. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Ja, es ist tatsächlich. Du kannst hier als Gefangener enden. Ist ja witzig. Guter Elf. Ist ja ulkig. Schwere Steine. Oh, da ist jetzt auch noch was zu holen. So, also ich könnte rein theoretisch jetzt hier fliehen. Let's move. Better be cautious. Mysteriöses Loch. Still blocked. It should be easy enough to clear. Still blocked. Aber es sollte einfach genug sein, um den Weg zu räumen. Was soll das heißen? Still blocked. It should be easy enough to clear. Wie denn? Still blocked. It should be easy enough to clear. Lol, wo bist du denn? Lol, wo hab ich dich denn vergessen? Ich werd bescheuert. Du, lol. Was machst du denn hier? Ich kann die Tür nicht öffnen. Ich darf bei Karlach den Einsatz nicht verpassen. Die musste auf jeden Fall, die musste auf jeden Fall. Dings alles vergiften. Wie sieht's aus mit dem Zaubern? Alles noch in Grenzwert, alles noch okay. Das wird jetzt ein komisches Ding hier, glaube ich. Das wird jetzt ein komisches Ding hier. I applaud your taste. Of course. But now. Puh. Oh, my hand slipped. Erstmal müssen wir jetzt hier halt hier seine Level geben, die er sich verdient hat. Wir kriegen einen neuen Zauber dazu. Wir haben jetzt Quelle der Inspiration. Du regenerierst nach einer langen oder kurzen Rast deine gesamte badische Inspiration. Das ist cool. Verbesserte badische Inspiration. Der Bonus durch badische Inspiration erhöht sich um 1,8. Und Zauberplatz der Stufe 3 freigeschaltet. Krass, ich kriege jetzt Zauberplatz der Stufe 3 für den Baden. Heavy. Schockwellen. Blitz, Feuer, Eis und Gift. Alles macht 5 bis 40 Schaden. Das ist eigentlich ein heftiger Zauber. Wir nehmen das. Ich befürchte, dass ich den schon mal genommen habe, dass ich den jetzt zweimal gerade habe. Nicht, dass ich hier einen Fehler gemacht habe. Ja, ich habe den zweimal. Ja, ich habe zweimal jetzt Glyphen des Schutzes. Egal. Mit den halt mega krass. Schreibe einen Kreis aus arkanen Glyphen auf dem Boden, der einen ausgewählten magischen Effekt bewirkt, wenn ein Gegner auf ihn tritt. Ja, das wird noch ein Spaß werden. So, jetzt kommt es darauf an, dass da oben anscheinend nichts los ist und die überhaupt nicht wissen,
was hier passiert ist. Ob das so ist oder nicht, finden wir gleich raus. Feuerweinfass. Ah, sehr schön. Silber. Silber ist auf jeden Fall was wert. Das kann man verkaufen. Okay, jetzt wird's spannend. Mal sehen, was passiert, wenn wir hier rausgehen. Okay, die wissen nichts davon. Das ist cool. Wir haben also alle Zeit der Welt. Dann könnten wir gleich mal testen, ob das einen Vorteil bringt, wenn wir Gegner in der Entfernung töten. Obwohl, das werden wir noch rausfinden. Ich will jetzt nicht überstürzt hier was kaputt machen. Boah, krass, es ist so heftig hier, ne? Das ist so heftig groß. Das ist so heftig groß hier. Hier ist nichts, oder? Eine vergoldete Truhe. Okay, sehr schön. Aber man kann hier sogar drüber laufen, auch nett, ne? Die andere Seite, gucken, was da ist. Oh, hier geht's sogar weiter. Vielleicht noch was, Sekunde. Ja, das ist auch eine vergoldete Truhe. Nicht so hastig. Oh ja, sehr geil. Sehr geil. Oh, noch mehr Silber? Okay. Das ist zu hoch. Das ist der Typ. Okay, das ist einer der Bosse. Ich könnte natürlich mit Dings da runterspringen wahrscheinlich, mit oder hier oben drüber herlaufen geht auch. Hier ist ein Abgrund. Wenn ich Glück habe, könnte ich den sogar runterschleudern. Dann wäre ich den ganz schnell los. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der für eine Power hat. Das sehen wir gleich noch. Erstmal werden wir mit dem sprechen, als wäre der unser... Wenn wir hier auf seiner Seite... Ah ja, hier ist noch mehr. Cool. Ach, noch mehr Silber, okay. Ein Drachenpilz. Ein Goblin im Knast. Damit auf sich. Vergoldete Truhe.
Der Weg ist unterbrochen, das ist zu hoch. Jedenfalls für mich. Wegen der Stärke. Ich kann aber den Dings benutzen. Ich kann natürlich den Springring benutzen. Was soll das? Habe ich den schon benutzt? Okay. Just a brief break. Ja, super. Hat sich voll gelohnt. Nämlich gar nicht. Okay. Wahrscheinlich, was ist das denn? Höhlenloch? I'm way too big. Oh, guck mal hier. Oh, guck dir das mal an. Alter Schwede. Oh, ist ja krass. Hier sind überall Holzpulverfässer. Wie cool ist das denn? Wir haben hier ein Lager gefunden, das wir ausräumen können. Ist das cool. Das werden wir auf jeden Fall gleich machen. Goblin. Was ist das hier? Kleiner Halbock. Halborg. Gnom. Berg. Halbling. Tiefling. Ginyaki-Verkleidung. Gnom. Ja, Gnom. Gnom ist aber nicht gleich Goblin, ne? No one back home will ever believe this. Can't risk being an open view. I'm way too big. Auch, okay. No rest for the wicked, I see. Okay, das geht mit denen nicht. Die sind halt dafür nicht imstande, da reinzugehen. Direkt. Macht nichts. Wir hätten sonst als Alternative noch. Wir hätten als Alternative noch hier einen Vertrauten finden. Er bleibt trotzdem zur Verfügung und ich kann jetzt noch einen. Mal sehen, ob der dann wegfliegt. Wir nehmen mal eine Maus. Auch die Ratte kann das Loch nicht verwenden. Ne, geht nicht. Das heißt nur Nebelgestalt. Ne, auch das funktioniert nicht. Ready for you. Kurze Rast ist dafür nötig. Ja, das ist immer lästig, ne? Dafür muss ich wieder eine kurze Rast machen. Das heißt, es war jetzt leider eine ungünstige Verschwendung von Ressourcen. Ja, definitiv eine Verschwendung von Ressourcen. Okay, die einzige Möglichkeit ist, Dings zu wählen. Alchemistenfeuer. That's a friendly looking shadow. Oh yeah. That's curious. Feldspalte. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Loch da oben mit dieser Feldspalte verbunden ist und damit hat sich das dann komplett erledigt. Zack, und dann könnte ich das immer ins Lager schicken. Oh, heftig, alter Schwede, ey.
Man könnte das ganze Lager hier mit Bomben zusetzen. Also gut, das ist nicht das ganze Lager, aber du kannst auf jeden Fall bei der Menge an Fässer kannst du ganz schön Terror schieben, glaube ich. Und uns passt das. Heftig. Oh, nur Gold. Egal. Ich will nicht beschweren. Gold ist auch cool. Hier ist eine Feldspalte. Die ist wahrscheinlich oben mit dem Loch verbunden. Moving in.